Was geht ab, meine lieben Freunde? Ich wollte irgendeine Melodie machen, aber irgendwie ist die Melodie nicht ganz in meinem Kopf gekommen, Freunde. Naja, egal. Freunde, wir schauen uns das neue Pool-Video an. Pool-Gartenvideo. Wir haben uns heute schon das letzte Video angesehen, was vor diesem hier rauskam. Könnt ihr mir folgen, Freunde, auf Instagram vielleicht. Danke sehr. Wir schauen uns das neue Video an, das heißt, drei Deppen bauen einen edlen Steinweg. Ich muss sagen, das fühlt sich an wie so ein Videospiel, was Typ spielt. Jus Leben ist ein Videospiel. Ich habe nachgefragt und er hat gesagt, ja, ist so. Nein, aber Real Talk fühlt sich an wie so Harvest Moon oder so Minecraft irgendwie. Eigentlich voll dumm, weil es das echte Leben ist. Aber jede Folge ist so eine neue Quest, die wird gemacht und ich habe Lust, mir das anzusehen mit euch, Freunde. Also, falls ihr neu sein solltet, lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben schon. Und ich natürlich sehr froh an dieser Stelle. Und dann schauen wir jetzt hier zusammen rein, wie dieser Steinweg gebaut wird. Feed ehemalige Mitarbeiter, der zur Arbeit gezwungen wird. Ehemaliger Mitarbeiter, der zur Arbeit gezwungen wird. Wer ist denn ehemalige Mitarbeiter, Freunde? Ehemalige Mitarbeiter. Ich bin sehr gespannt, wer hier einen kleinen Surprise Guest Appearance haben wird. Die Steine da hinten sind sehr gut platziert übrigens. Diese Steine sehen muy bien aus. Muy bien heißt Exalamento. Geht ab, Freunde! Ins Internet, willkommen zurück zu Bester. Ey, Mr. Trashpack, Mann. Mr. Trashpack, Alter. Früher immer, 2012, 2013, habe ich immer auf WhatsApp gegeiert, Alter. WhatsApp war so geil, Mann. Boah. Gönnt euch mal, wie es hier aussieht. Alter. Fühl's. Für diesen Content habe ich diesen Kanal abonniert. Ich kann die Hose nicht mal mehr zumachen, weil ich habe jetzt ein Wohlergehen-Bauch. Mit der Teleskop-Heckenschere werden die Seiten nochmal auf Null rasiert, hier beim Efeu. Lol, Efeu ist das? Gibt's auch Befeu? Ich will jetzt. Aber das sollte nicht so schwer sein. Nee, das ist doch nicht schwer, das Teil ist schwer. Oh Gott. Und ansonsten hier die Ecke, dass das so ein bisschen vorsteht, ne? Da komm ich. Ich würde das so gerne auch machen. Ah. Der Arme! Seiten auf Null. Richtig süß, Mann. Oh, der sieht richtig süß aus, Mann. Simon hat so einen süßen Kopf, wenn er kahl geschoren ist. Also wirklich so einen süßen Babykopf, wo man auch einfach so machen möchte. Null, Alter. Aua, es gibt gut Unterarme. Hui. Der Live kommt noch in den nächsten Tagen. Was bedeutet das für dich, Bruder? Oh. Ist das Efeu? Nee, was ist denn das? Das sind so Blätter. Alter, das sieht aus wie so ein Garten einfach, so ein richtig schöner, wo man so chillen kann. Ey, das sieht richtig schön aus. Alter, das sieht echt richtig schön aus, Mann. So schön grün und alles. So ein Garten ist echt geil. Heute werden wir auf jeden Fall diesen elenden Steinweg. Oh, ich möchte mich auf dem Rasen rollen. Ich möchte mich einfach auf dem Rasen ausrollen. Ich möchte mich fühlen wie so eine Rollrasenrolle. Noch platzieren, zusammen mit Marius, der wird heute auf jeden Fall am Start. Ah, Marius ist am Start. Der hat natürlich extrem viel Ahnung davon. Nice. Wir haben einen Kollegen, der hat gar keine Ahnung davon. Aber der hat auch beim damaligen Film mitgeholfen. Aber der ist halt extrem dünn und fällt immer wieder mal am Tag um. Ich habe auch jetzt als wenn Mario so random umfällt, so er geht so, ah, oh, ich bin wieder zu dünn, ich fall um. Ah, verdammt, verflixt schon wieder. Hast du schätzen gelernt, was ein Bagger bedeutet? Ja, das ist schon einiges. Ordentlich, was der so über den Tag leistet. Der so ein Bagger ersetzt so 10 Stadtmenschen, ja, die Pool bauen wollen auf jeden Fall. Aber Freunde, ja, wir haben uns auf der anderen Seite auch sehr gegönnt. Hallo. Könnt euch mal wie viele Modis wir hier haben. Das sind safe so 7. Wenn wir es nicht mehr brauchen, dann mache ich das mit meiner Dusche ran, Alter. Wir müssen den Rasen ja jeden Tag zweimal gießen, mindestens. Immer zu einer Stunde. Meinem Dad. Zweimal gießen? Da haben wir auch ein bisschen Rollrasen zugeschickt und gönnt euch mal, wie happy er ist. Oh. Jeder freut sich über Rollrasen. Juice Dad ist auch so süß, Mann. Wenn man da was findet, wofür man brennt, so, und das ist jetzt momentan auch der Garten von meinem Dad, ist das geil. Und der ist auch extremst motiviert von diesen Videos hier. Schreibt er immer wieder und das finde ich so cool irgendwie. So, das ist echt cute. Ich kann helfen. Meine Mom guckt diese Pool-Videos actually auch immer. Diese Gartensachen, das ist auch voll nice, Mann. Das freut mich auch. Also das ist wirklich für jeden was. Spaß für die ganze Familie, Bro. I know. Nani? Oh, ich hab das gesehen. Ich hab so gemacht bei meiner Instagram-Story. Ich habe das gesehen und bin weggejumpt. Wie ein kleiner Dudler. Ey. Werner, hast du wieder am Start? Ich will dir den Shot geben, die seit
4 Tage nicht mehr genommen. Meine Mom macht immer so Shots. Ingwer, Apfel, Zitrone. Oh, hört sich so geil an. Schmeckt natürlich extremst lecker. Ja, nach Ingwer. So, ja, deine Spaß. Immunsystem aufbauen. Schüttelt man so ein bisschen. Müssen wir mal Laden aufmachen, die Dinger verkaufen? Ja, die würden actually gut laufen, glaube ich. Aber seit ich die trinke, bin ich nicht mehr krank. Außer Heuschnupfen, der wird halt stärker dadurch. Hier wird nochmal Rindenmulch verteilt. Oh, Rindenmulch. Schön, schön. Macht schon was her direkt, ne? Macht schon was her. Sieht geil aus. Geil. Oh. Oh. Ganz oder? Angenehmer Geruch. Ja. Vielleicht sogar mal eine kleine Knolle. Kau mal, bisschen dran. Du kaust wirklich dran. Der Thomas isst Rindenmulch. Ey. Shoutouts gehen raus an Jordan, Alter. Guter Homie von mir. Wir waren irgendwann mal unterwegs. Ist schon ein paar Jahre her. Und da meinte ich irgendwie so zu so einem Baum. Wir waren nicht, also ich wollte gerade sagen, wir waren nicht nüchtern. Wir waren nüchtern, wir waren ganz normal unterwegs am Tag. Da meinte ich so, ey, diese Baumrinde sieht irgendwie echt richtig crunchy aus oder irgendwie sowas. Oder die sieht irgendwie lecker aus. Ich habe irgendwas gesagt, glaube ich. Auf einmal Jordan nimmt so ein Stück von dieser Baumrinde und kaut da rum. War, glaube ich, nicht die gesündeste Entscheidung. Aber er meinte es nicht so eklig, wie man sich vorstellt. Er hat zwar danach direkt ausgespuckt und musste was kotzen, glaube ich, aber nicht so eklig, wie man sich das vorstellt. Ich, ne? Oh, warte mal. So, alles wurde. Oh, sieht das geil aus. Ausgelegt. Oh. Klasse, hier war alles voller. Marius, auch ein schöner Mann. Christbaumkugelscherben noch gewesen, Junge. Das geht. Alter, krass, oder? Marius ist auch riesig, Freunde. Das sieht jetzt so aus, weil er auf der Steinplatte steht, denkt ihr. Aber Marius ist wirklich 2,5 Meter groß und Ju ist eigentlich nur 1,62 Meter groß. Wissen die wenigsten. Hey, was macht ihr jetzt noch? Ist der fertig? Na, ey, kommen noch einige Sachen, ne? Also wir machen noch diesen Steinweg, wir müssen hier nochmal den ganzen Tag reinmachen. Wir müssen hier so ein paar Nägel reinhämmern, damit diese Vögel dann nicht in seinen Pool scheißen. Nice. Noni! Ja, hier kommt ein ganzes Blumenbeet rein. Boah, macht Sonnenblumen rein. Eine Sonnenblume für mich. Ich hatte früher Sonnenblumen hier bei mir angebaut. Ich würde eine Sonnenblume gerne für mich dort beanspruchen. Ju. Kannst du das machen? Danke. Richtig schön, wie will ich. Und hier willst du einen Steinweg machen, quasi einmal genau so einen Steinweg. Ja, geil! Wie? Blub, 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 blub. Ich hab dich heute Morgen noch geschrien, obwohl ich bin so froh, dass ich die Steine nicht tragen musste. Du glaubst ja wohl nicht, dass du dieses Haus betrittst, ohne zu arbeiten. Oh, Henki, habt ihr ja komplett vergewaltigt. Henki ist einfach echt. Ey, lass mal Henki in Ruhe, Mann. Anderes Level. Anderes Level, ja, Mann. Heftig, ich bin ein bisschen geflasht gerade. Ja. Heftig. So ist es auch. Das Haus hat einen Wert nochmal gesteigert jetzt. Fünffach, Alter. Aber 25 Euro teurer Minimum. Kaufen würde ich das Haus eh nicht. Nicht für 1 Milliarde Euro. Eine Milliarde? Ja. Wenn Bill Gates so kommt und sagt, ey, 1 Milliarde. Bill Gates, aber nimm doch diese Impf. Ja. Hände waschen, als du kamst. Hier kannst du die Hände waschen. Da habe ich direkt. 20 halt. Wir machen Steinweg jetzt, ja. Oh, geiler Steinweg, Freunde, wo man so gehen kann drauf. Haha, gefangen bist du. Ich hab vorne schon abgeschlossen. Du brauchst gar nicht abhauen. Ich will auch einfach Kamu raus. Freunde, es geht los. Wir werden jetzt die schönen Senfsteine platzieren. Senf? Was sind Senfsteine? Das ist kein echter Senf, oder? Ich hab gar keinen Bock. Natürlich hast du Bock. Aber der ist halt extrem dünn und fällt immer wieder mal am Tag um. Zehn gleich gebrochen. Ja. Ja, fang mal hier. Aber der ist halt extrem dünn. Nee. Mann! Und fällt immer wieder mal am Tag um. Darf ich mal für den Rasen gehen? Ja, immer nur ganz flach, nie so mit der Kante drauf. Okay, oder ja, so, das, ne? Zu spät. Der ist halt extrem dünn. Ey, wenn der Druck noch einmal kommt, dann gebe ich dem Video ein Like. Wir machen das jetzt erstmal provisorisch. Guck mal, wenn wir jetzt so sagen, hier machen wir einen Stein hin, ja? Das wird das jetzt? Das ist eine Steingröße ungefähr. Ah, okay. Ey, habt ihr auch dieses Verlangen, die Teller kaputt zu machen? Ey, Real Talk, ich will richtig draufspringen. Ich würde auch so gerne auftreten gerade. Ja, so. Oder? Es keine ist Scherben auf den Rasen. Ey, ganz ehrlich, macht das überhaupt Sinn mit den Tellern? Ah, lass einfach mit Stein machen, oder? Ja. Ja, ey, mega smart, weil wir schneiden ja eh den Rasen raus, der da drunter ist. Das wir heißt, schneiden der kann den Rasen? Natürlich! Hä, was ist denn hier? So, okay, doch drei Steine. Das sieht stressig. Weird aus. Ist ja, ja, oder? Ja. Nein! Ey, ich glaube, Ju baut nur diesen komischen Steinweg, damit diese Brücke irgendeinen Sinn hat. Wie nein? Viel näher, guck mal, der Abstand ist doch da viel. Wann ist der gut? Hey, der Abstand ist doch kleiner. Ich weiß. Ey, was meint ihr, wie viel wiegt so eine Steinplatte? Ich kann das gar nicht einschätzen. 20 Kilo? Ist aber irgendwie fühlt es sich gut an. Ja. So. Ja, mach doch nicht den Rasen nicht am Arsch. Der Knick ist sehr plötzlich. Wie hätte die Natur das gemacht? Gute CD kann ich empfehlen.
irgendwie finde ich, so fehlt so ein bisschen Schwung jetzt gerade wieder. Ja. Guck mal, von hier sieht es tatsächlich ganz schön aus. Das hat ganz klar. Ah, ja! Ne? Hier hast du so ein richtiges S irgendwie. Ja. Ja, ich finde es auch schön. Jetzt die Frage: Kann man das auch im Handstand auch? Ja, versuch mal. Aber das ist halt extrem. Da muss ich jetzt ein Like geben, leider. Dünn und fällt immer wieder mal am Tag um. Der ist halt unser Brotmesser, ne? Mhm. Danach wird kein Brot mehr geschnitten damit. Ja, dann mach mal. Ja. Du kannst einfach. Oh ja, hebt raus! Ja, hebt raus, ja! Oh! Hast du richtig geschnitten! Was sind das für grüne Punkte? Da steckt die LSD im Rasen. Was? Ja. So Mini-LSD für die. Ja, jetzt? Ich bin auf die Ausrede gespannt. Tiere. Ah ja. True. Der Preis war hoch. Ah ja. Ah. Tada. Oh. Oh. Passt gut. Oh la la. Geil, das ist auch direkt ein besseres Feeling, weil nichts mehr wackelt. Ja, das wird schön aussehen. Immer ganz nah am Stein entlang, ne? Das Messer geht gleich kaputt, dann habe ich am Stein. Sehr gut. Das war's schon. Guck dir da an, ja. Er hat das ja aber ja richtig durchgesetzt. Oh. Einmal auf den Kopf legen. Nein, Mann, nein. Ich setz on cut. Geil. Hätten die das auf Thomas Kopf gelegt, würde durch den Dünger vielleicht der Haarwuchs wieder angetrieben werden? Wie funktioniert Dünger? Haben die überhaupt Dünger da gesät? Ist Dünger nicht eigentlich Kacke? Haben die da Wurmkacke? Hä? Wir könnten diesen Weg inverted weiterbauen. Ey, das hätte sogar was. Bauleiterin nice. Chantal, die. Der erklär mal, was. Hallo Chantal. Was machen wir hier? Ja. Da oben, wie man sieht, haben viele Tauben schon reingeschissen. Hey Chantal, du hast eine sehr coole Jacke an. Kann man die käuflich erwerben? Ich frage für einen Freund. Da kommt einfach so eine Schicht drauf, die so, ich glaube, so genoppt ist, damit die Tauben einfach sich nicht draufsetzen können. Dass da nicht irgendjemand Taubenkacke am Kopf hat. Weil wenn jemand reinscheißt, dann wir. Und was kommt hier hin? Zum Recht hat er. Zum Draufsetzen. Kommt da kein Tisch drauf, keine Tischplatte? Eigentlich schon, ja, dass das so hoch wächst, weil jemand hat den Zug kurz abgeschnitten. Huch. Aber okay. das wird ein Tisch. Ja, ein Tisch. Zwar jetzt ein ganz kleiner Tisch auch. Ja, aber ist okay. Kann ja so hier kann man sich ja schon seine Flasche Bier so ins Stehen dann schnappen. Ja. Ist ja okay. Was? Eine Capri-Sonne schlürfen, genau. Gibt's noch? Wir kriegen einen Rasenroboter. Yes! Thank you, yeah. Oh. Aber er hat noch keinen Namen. Genau, und dahin kommt noch eine Sitzecke. Da, wo gerade alles ausgebrannt ist, jetzt nicht mehr. Ey, da kann man so eine richtig geile Sitzecke machen. Noch kleine Projekte, die wir noch auf jeden Fall angehen werden. Hilfst du uns dann? Gerne. Wenn ihr mal selbstgemalte Bilder sehen wollt, dann geht jetzt hier auf diesen Instagram-Link von Chantal. Da. Der quasi den Link von Marius verdeckt. Geht jetzt hier auf diesen Instagram-Link. Perfekt. Das ist schon okay. Alles gut. Nein, wir verlinken dich mal. Alles gut, wir verlinken dich ganz unten. Den Baum, den müssen wir noch stutzen, ne? Was? Ja, der ist ein bisschen hoch. Das Problem ist halt einfach, dieser Baum hier macht uns die ganzen Regenrinnen dicht. Und das ist nicht gut. Deswegen regnet es immer rein. Was sagt Chantal dazu? Ich hab gerade ehrlich gesagt gar nichts von gehört. Perfekt. Ich in der Schule immer. So, wir lockern den. Trau ich aber war. Boden jetzt einfach mal ein bisschen auf hier. Warum werden immer Küchengeräte benutzt für den Garten? Warum wird jetzt so eine Pfanntafel benutzt? Ja. Besser, ne? Ja, viel besser. So, was machen wir jetzt hier nochmal? Das ist wie so ein Cartoon. Das ist echt so. Das ist echt ein Loch. Ich hab gehofft, dass sie es machen. Das sieht doch gut aus, oder? Stabil? Ja. Schneid dir bitte in den Fuß, ne? Kreislaufschwacher Junge schneidet Fuß ab extrem. Ah, fühle ich, Bro. Nächstes Mal bitte hier ein Video von mir anblenden, denn gibt's auch immer einen Daumen nach oben ab jetzt. Viel Klicks. Das war ein Vincent Liebig, ein ganz bekannter. Ich glaube falsch rum. Ja. Das sieht fast schon lecker aus, ne, wie du das machst. Okay. Ey, ach du, warum furzt du immer? Monte wäre stolz auf dich. Monte, ja, der furzt ja auch die ganze Zeit. Hat der Furz erfunden oder was? Ja. Das Dinkelbrot haut mir ganz schön auf den Magen, Alter. Fühl dich. Stell dir vor, du bist so drin, es gibt so Weltmeisterschaften, die du
Rasen schneiden und einer schneidet sich einfach so ein Zeh ab, aber der zieht einfach weiter durch für den Weltrekord. Ehremann. Was laberst du wieder, Marius? Geil. Verbieten ist es. Doch, doch. Aber was ist das für ein Loch hier? Huch. Oh Gott. Oh ja! Gerade hier! Was ist das gerade? Geil! 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 Geschafft! Oh! Wow! Oh! Hey! Wir zusammen die Terrasse. Danke dir auf jeden Fall. Gerne, Bro. Du hast jetzt auch was am Pool geleistet. Ja. Heißt trotzdem nicht, dass du kommen darfst, wenn du fertig bist. Fühle ich, ja. Ey, Marius könnt ihr gerne auf YouTube abchecken. Und ist doch schön, oder? Voll schön. Haben wir was geschafft. Das können wir jetzt direkt in den großen Müllsack schmeißen. Nee. Das kannst du in den großen Müllsack schmeißen. Und das war's, kommt noch ein Endclip? Ja, es geht hier noch weiter, oder? Nee, geprankt, ich wurde einfach hochgenommen. Also, beim nächsten Mal erwarte ich einen Endclip. Postet das in Juice Reddit rein, jetzt. Jemals irgendeiner guckt bis zum Ende, irgendeine einzelne Person guckt hoffentlich bis zum Ende. Poste diesen Clip in Juice Reddit rein. Mach einen Endclip rein beim nächsten Mal, Ju. Irgendwas, ich bin enttäuscht. Warum soll ich sonst zu Ende gucken? Ich guck beim nächsten Mal aus Prinzip sonst nicht. Deine Watchtime. Gut, Freunde. Es war ein sehr unterhaltsames Video, ja. Aber nur weil Marius da war, nicht wegen Ju logischerweise an dieser Stelle. Hat mir sehr gefallen, Alter. Ich liebe dieses Gartenprojekt. Am liebsten würde ich auch einfach sowas machen. Aber ich habe keine Freunde, kein Geld und nichts. Und keinen Garten. Das sind drei Sachen, die mir vielleicht fehlen. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer. Lasst einen Daumen nach unten, wenn es euch gefallen hat. Bis dann. Wir sehen uns und tschüss.